Hallihallo, meine lieben Sporfreunde. Wir sind wieder zurück und hoffentlich entwickeln wir uns. Wir sind jetzt also auf der Suche nach unseren ja, letzten Opfern, würde ich es mal ausdrücken, um die restlichen 14 Erfahrungspunkte zu sammeln, um unser Gehirn sozusagen weiter wachsen zu lassen. Und ich begebe mich jetzt auf die Suche nach diesen Opfern. Ja, die sind mir jetzt irgendwie zu stark. Obwohl, einen einzelnen würde ich noch schaffen. Kann man. Ja, zwei ist dann schon wieder ein bisschen kritisch. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Es hat sogar gereicht. Wir brauchten nur einen einzigen. Und da stehen wir. Mit voll entwickeltem Gehirn. Oh mein Gott, wir sind jetzt wirklich in der nächsten Phase. Wir haben es geschafft nach unzähligen Kapiteln und Fails. Ich erinnere nur an die eine Folge, die ja der totale Flop war. Aber wir stehen jetzt hier. Glückwunsch, dein Gehirn ist nun voll entwickelt und platzt schon fast an den Nähten. Bereite dich auf die Weiterentwicklung zur Stammesphase vor. Yippie! Wir sind weiter. Du hast es an die Spitze der Nahrungskette geschafft. Wenn du bereit bist, in der Stammesphase dein Glück zu versuchen, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Und das machen wir jetzt auch gleich. Obwohl ich zweifle, dass wir wirklich an der Spitze der Nahrungskette waren, denn es gab massig an irgendwelchen Spezien, die uns locker hätten besiegen können. Ja, klicke hier, um einen Stamm zu gründen. Du musst noch einmal in den Designer, um dein Aussehen für alle Zeit festzulegen. Es ist deine letzte Gelegenheit, Arme hinzuzufügen. Das kann beim Umgang mit Werkzeugen recht hilfreich sein, okay? Dann machen wir das natürlich. Ja, hier haben wir nochmal einen kurzen Überblick, wen wir denn alles so ausgelöscht haben. Unsere ersten Opfer, wer war denn das? Deine Aktionen als Kreatur haben deiner Spezies eine neue Fähigkeit beschert. In der Stammesphase erwarten dich neue, einzigartige Fähigkeiten. Ja, und unser erstes Opfer waren. Scrollen wir mal ganz vor. Gott, wie wir da noch aussahen, also wie so ein, wie dieser Strauß. Dann wurden wir schon etwas erfahrener. Ach ja, unsere ersten Gegner, die Hütchen. Ja, stimmt. Dann haben wir die ganzen Würmer ausgerottet. Ja. Und so haben wir uns immer weiter entwickelt. Unsere Farben, unser Aussehen geändert. Irgendwann kamen die Fledermaus Öhrchen hinzu. Ja. Und unsere vielen Tode. Und jetzt stehen wir hier. Wir sind eindeutig ein Raubtier. Und ja, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Ein letztes Mal im Creator. Wie wollen wir denn letztendlich aussehen? Ja, auf jeden Fall bleiben wir ein kleines Fledermäuschen. Und das Einzige, was mich jetzt noch persönlich stört, ist die Farbe. Also ich habe mich nicht ganz mit ihr anfreunden können. Sie ist ja nicht schlecht, aber irgendwie bin ich was Knalliges. Das Blau hat mir eigentlich schon sehr gefallen. Das hätte ich eigentlich nicht wegmachen dürfen. Also so finde ich das schon viel angenehmer. Ja, ich glaube, so lasse ich das dann auch. Wir könnten ja noch mal gucken, ob wir noch was an der Oberfläche ändern wollen. Obwohl, ich habe auch noch nie ins Detail. Ja, warum machen wir eigentlich nicht mal was im Detail? Also. Ach, die Schürfwunden kann man da nochmal extra einfügen. Das ist jetzt natürlich. Krass. Nee, wir wollen keine Schürfwunden. Wir sind unbesiegbar. Also, das würde jetzt was völlig Falsches vermitteln von uns. Ja, vielleicht so ein paar Pünktchen finde ich eigentlich recht niedlich. Das würde vielleicht zu uns passen.
So als kleine Erinnerung an unsere Pustel-Vergangenheit. Doch, das finde ich ganz süß. Gucken wir nochmal an die Oberfläche. Vielleicht gibt es ja da sowas Ähnliches. Ja, das passt doch. Da haben wir doch auch diesen Streifen. Ja, das find ich richtig süß. Das lassen wir. Dann ist unser Xvintcheru jetzt perfekt für die Stammesphase. Okay. Da hatten wir ja anscheinend ein Supergenie herangezogen. Nein, das hat es aber auf die Reihe bekommen. Wir sind auch nur noch zu dritt. Glückwunsch, du stehst nun kurz vor der Stammesphase. Mit einem Dach über dem Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelhüt-Rhythmen. Aber Vorsicht, bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen. Sei vorsichtig. Du befehligst jetzt einen aufstrebenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Du kannst einzelne Mitglieder oder eine Gruppe auswählen, die deine Anweisungen ausführen. Interagiere mit anderen Stämmen, um deine Fortschrittsanzeige zu füllen. Sehen wir uns das mal an. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Gehe Bündnisse mit anderen Stämmen ein oder erobere sie, um deinen eigenen Stamm voranzubringen. Diese Ziele helfen dir, die Stammesphase zu überstehen. Deine erste Aufgabe besteht darin, deinen Stamm im neuen Stammesausstatter auszurüsten. Klicke auf deine Hütte. Dann machen wir das doch. Stammesplaner. Klicke auf das Hutsymbol, um das Stammesmitgliedermenü einzublenden. Wähle ein Stammesmitglied aus und klicke auf den Button Outfit bearbeiten und den Stammesausstatter zu öffnen. Hier. Stammesoutfit. Mal gucken, was wir da jetzt für Möglichkeiten haben. 60 T-Shirts haben wir. Müssen wir gucken. Gesundheit können wir sammeln, sozial und Kampf. Die Möglichkeiten haben wir also. Kampf sozial, Kampf oder sozial. Ich würde sagen. Ja, ich würde sagen, wir rüsten uns weiter für den Kampf aus. Okay. Machen wir das hier auf die Nase. Hat ja auch was. Ich fand das eigentlich so schon cool. So, es gehört dazu. Zur Haut. Es wird eingewachsen. Ja, ich hätte aber auch gern Gesundheit. Aber auch Sammeln. Mal gucken, was wir hier noch machen können. Sammeln, Gesundheit. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall Sammeln. Weil das, die anderen waren nur Stufe 1, aber das ist. Haben wir so einen kleinen Rucksack auf dem Rücken. Ja, ist eigentlich relativ schnuppe, wie das hier ist. Das könnte ich ja auch noch größer machen, wenn ich wollte. Nochmal so einen kleinen Rucksack hier. Dafür können wir dann. Was können wir hier noch?
Hier können wir Gesundheit 2. Das bringt gar nichts. Und das auch nicht. Dann machen wir hier Sammeln. Ne, Sammeln haben wir ja schon. Achso, da brauchen wir ja nur noch Sozial. Ah, so ein kleines Hütchen. Obwohl, was war denn hier? Kampf? Achso, das gab es nicht so hoch. Und dann fehlt uns noch Gesundheit. Dann nehmen wir das hier. Auf den Bauch. Ein Schild auf den Bauch. Kann ja nicht. Oh Gott, nein. Das sieht etwas schlimm aus. Machen wir es mal so. Ja. Wird schon gut aussehen. Farben. Ach, hier können wir auch nochmal unsere Farbe ändern. Ich würde sagen, die bleibt aber so. Die haben wir uns ja super hübsch ausgesucht. Da können wir hier noch die Gegenstände verändern? Detail? Nee, ich glaube nicht. Aber das soll uns nicht stören. Wir machen jetzt weiter und begeben uns mal in das Spiel. Mal gucken, wie das jetzt hier so ist. Was da jetzt anders ist im Vergleich zur Tierphase. Mal aufs Häkchen. Du kannst die Kamera jetzt frei über die ganze Welt bewegen. Dadurch hast du einen besseren Überblick über einzelne Stammesmitglieder oder Gruppen, denen du Befehle erteilt hast. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns die Grundlage der Kamerasteuerung an. Mit diesen Befehlen kannst du zoomen und die Kamera drehen. Das gleiche funktioniert auch mit deinem Mausrad. Versuch's mal. Das ist ja relativ einfach, das kennen wir ja. Hüttensymbol. Klicke auf das Porträt, Dennis. Dupp. Die Grundlagen sind klar, dann geht's jetzt los, suchen wir was zu essen. Ja, also wir könnten auf jeden Fall Einzelne anwählen oder die ganze Gruppe anvisieren. Und wir müssen jetzt ein bisschen Essen sammeln, das heißt auf wilde Kreaturen. Und wir sehen, die Tiere sind in unserem Spiel noch enthalten. Wir aber sind die einzigen sozusagen, die sich entwickelt haben. Okay. Würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal einfach mal drauf los. Und, ja. Attacke auf die Vogelmonster. Gucken wir mal, ob das gut geht. Meine kleinen Kompanie haben ja auch Namen, sehe ich gerade. Lukutis. Der ist der Wulicek. Ach, was weiß ich. Und Noah Lays. Okay, irgendwas Seltsames. Ja. Ich würde sagen, wir löschen die ganze Familie aus. Bleibt kein Mitglied allein zurück. Das wäre ja nur fair. Wilde Tiere wollen ein Futter stehlen. Wo denn? Wer steht denn da mein Futter? Ich sehe gar nichts. Ja. Und dann können wir jetzt hier anscheinend das Futter nach Hause abtransportieren. Okay. Ein Tellerchen voll Fleisch. Sieht aber ganz gut aus. Also ist eine gute Beute hier. Und da haben wir die Aufgabe gleich erfüllt. Klicke auf deine Hütte und füge ein Baby hinzu. Ah, das Baby bezahlen wir anscheinend von Nahrung, die wir sammeln müssen. Ja. Klingt eigentlich ganz cool. Und da ist es auch schon. Colliadleus. Ja. Die Namen sind gewöhnungsbedürftig, aber... Oh mein Gott. Die sind zurück. Das ging jetzt aber relativ fix.
muss ich sagen, wir haben ja noch nicht mal alle ausgebeutet. Ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Aber gut. Können wir noch mehr Babys machen? Oh ja. Ich hätte gern noch ein paar mehr Mitglieder hier. Und wir haben auch neue Konkurrenten. Ein rivalisierender Stamm der Stüsterla hat sich auf deinem Planeten entwickelt. Der Stammeshäuptling ist der Anführer deines Stammes. Sein Stamm kann auch ohne seinen Anführer in die Schlacht ziehen. Allerdings ist er für soziale Interaktionen mit anderen Stämmen unabdingbar. Darüber hinaus kann nur der Häuptling die Folgetalente deines Stammes einsetzen. Möchtest du ein Folgetalent einsetzen, wähle zunächst deinen Häuptling aus und klicke dann auf die gewünschte Fähigkeit. Okay. Welches wilde Tier will denn jetzt hier mein Futter? Ich sehe keins. Ist ja irgendwo ein Tier? Nee. Und ein weiteres ausgewachsen. Das ist natürlich super, der kann hier gleich noch mit Arbeit leisten. Hol dann mal hier den Teller. Bevor die hier wieder regenerieren. Und wir machen gleich ein neues Baby. Umso mehr, umso besser. Achso, hier sehen wir auch, wir haben dann noch... Oh nee, keinen Platz mehr dann. Ja, hier alle mitarbeiten, los. Los, los, los. Und da sind sie schon wieder, die Neuen. Ist ja blöd jetzt. Na dann, alle auf ihn. Sagen, dann lassen wir das auch mit dem Essen hier. Mal den ganzen Stamm hier. Die armen kleinen Tiere haben hier überhaupt keine Chance gegen uns. Ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal zum neuen Stamm und ja, zeigen unser Kriegstalent, würde ich mal sagen. Können wir da eigentlich, ich hatte gesehen, da war noch irgendwas zum Bauen. Waffen. Ja. Dann kaufen wir doch mal Waffen, ne? Ja. Okay. Wenn jetzt hier alle ausgewachsen sind, dann können wir ja jetzt hier beginnen. Ich würde sagen, wir beuten jetzt nur noch den letzten hier aus, sonst wird das jetzt echt too much. So viel Futter brauchen wir sicher auch gar nicht. Beschenke oder beeindrucke einen anderen Stamm oder greife ihn an, ja. So Leute, macht doch den letzten Vogel und dann wollen wir auch mal, ne? Na los. Bringt es nach Hause. Also Leute, jetzt wird's echt quatschig. Gut. Ich lass mich jetzt einfach hier ein bisschen ausrüsten. Damit alle hier so eine Waffe kriegen. So, da sind wir nämlich auch stärker. Und dann geht's auch schon los. Richtung Braundorf. Was ist das denn? Oh mein Gott! Das ist ja ein riesen Grashüpfer! Krasse Sache, muss ich sagen. Ja.
Und wie das dann hier aussieht im neuen Dorf, das gucken wir uns dann im nächsten Part an. Und bis dahin, tschüss!